Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Squad-Kanal. Heute bauen wir mein neues Dream-Team, worauf ich übertrieben Bock habe. Das wäre ein Traum, dieses Team demnächst spielen zu können. Vielleicht habe ich ja nach dem Pack-Opening im Stream wieder genug Coins, um mir dieses Team zu bauen. Ich zeige es euch einfach mal. Wir haben richtig geile Footies am Start, wir haben richtig geile Shapeshift am Start, Icons am Start, alles dabei. Guckt euch das Video einfach an, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, lehnt euch zurück und ich würde sagen, wir starten rein. Ich fange an vorne im Sturm, denn wir mögen alle geile Angreifer. Und vorne im Sturm, ich habe den im SBB gezockt, ne? Sonst aber noch nicht, möchte ich ihn gerne mal spielen, weil im SBB war dieser Typ sowas von krass. Er hat bei Tabak richtig geile Tore geschossen, also mir geile Dinger reingedrückt. Und ich habe mit ihm richtig geile Dinger reingedrückt. Vom 16er, diese Ecke, Finesse in Winkel, Pfostenlatte rein, alles drum und dran ist da passiert. Der Typ ist auf jeden Fall eine Macht und ich will wissen, ob das Glück war oder ob der wirklich so gut ist. Deswegen ist Diaz unser erster Spieler. Ich weiß nicht warum, aber diese Footies-Karten und diese Shapeshifter-Karten haben eine Sache an sich. Und das ist, obwohl sie eigentlich kein grüner Link sein sollten, grüne Links. Guck mal, der ist Deutscher und spielt bei Chelsea, hat trotzdem grünen Link zu den Liverpool-Spielern. Ohne Sinn für mich. Macht für Ultimate Team gar keinen Sinn, aber haben die Karten scheinbar so an sich. Also nehmen wir Havertz-Footies, den grünen Link. Ja, und damit sind die beiden auch so gut wie auf Full-Chemie und wir können hier was Neues machen. Und wisst ihr, was wir dann machen? Wir wollen 5-Sterne-Skiller haben. Wir brauchen hier im Sturm auch den ein oder anderen 5-Sterne-Skiller. Und wer passt dann rein? Richtig. Ich glaube, damit hat jetzt niemand gerechnet. Ja, es gibt eine Karte von Messi, die 5-Sterne-Skills hat. Wir nehmen Lionel Messi. Wer denkt an Messi, wenn man über 5-Sterne-Tricks redet? Niemand. Aber es gibt eine Shapeshifter-Karte. Und wisst ihr, was diese Karten an sich haben? Grüne Links zu deren Mitspielern. Wir nehmen aber trotzdem einen, der auch so einen grünen Link hätte. Und zwar End of an Era. Wer weiß, wen wir nehmen? Ich zeig's euch. Richtig. Di Maria. End of an Era mit 5-Sterne-Tricks. Denn ich habe euch eben gesagt, wir brauchen 5-Sterne-Skills. Und damit sind die beiden auch so gut wie voll. Na gut, Messi braucht noch einen Link. Braucht er nicht! Das ist ein Perfect Link. Er kann zwei rote Links ab. Nice. Auf der rechten Seite habe ich eine Karte gesehen, die Game Changer aussieht. Die Game Changer aussieht, die kannst du, glaube ich, auf der 6 spielen, auf der 8 spielen. Wenn du willst, kannst du die auf der 10 spielen. Wenn du willst, kannst du die Außenverteidiger spielen. Wenn du Bock hast, kannst du die auch auf dem Flügel zocken. Und auch im Sturm, glaube ich. Diese Karte ist ein Allrounder. Atal muss rein in das Team. Wenn er passt, muss er rein. Guckt euch diese Stats an. Guckt euch diese Attribute an. Junge, ich habe noch nie so eine geile Karte gesehen. Real Talk sogar. Und damit wir noch so einen richtigen Abräumer haben. Nein, ich musste den ja gerade im SBB discarden, mein First Owner. Tradable Vieira Moments. Ich muss ihn jetzt neu kaufen. Ohne Sinn, aber ich liebe ihn. Er und ich. So, ne? So ist das bei uns. Wir sind so. Wir sind irgendwie eins. Wir haben auch, ja, eine andere Sache gemeinsam. Ha. Sieht doch schon schmackhaft aus, oder nicht? Bis jetzt. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Abwehr. Und da haben wir eine neue Liga am Start auf der linken Seite. Ich habe rausbekommen, dass der Bruder eine Special Card bekommen hat. Und Marcelo ist einfach Liebe. Marcelo ist einfach Liebe aus einem Grund. Und zwar 5-Sterne-Tricks, 5-Sterne schwacher Fuß als Außenverteidiger ab und zu so Game Changer, ne? Weil ich spiele auch gerne mit meinen Außenverteidigern nach vorne. Und wenn er dann 5-Sterne schwacher Fuß hat, plus 5-Sterne Skills hat, plus diese Stats hat, die er hat, Traum. Einfach Traum. Ich sage euch ehrlich, Traum-Außenverteidiger. Und was haben wir gelernt? Was mögen wir? Wir mögen richtig Perfect Links. Wir haben noch oben im Sturm schon Perfect Link. Dann hauen wir uns hier auch noch einen Perfect Link rein. Eder Militao mit Marcelo. Sauber. Wir brauchen mehr Shapeshifter. Wir brauchen mehr Shapeshifter. Wir brauchen mehr Shapeshifter. Hallo? Yay! Ja, tu ihn rein. Thiago Mendes. Auch eine super Karte. Er hat zwar nur 4-4, nicht so wie Marcelo 5-5, aber mit dem kann man arbeiten. Mit diesen Stats, vertrau mir, da geht was. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir weiter mit unserer Taktik. Und zwar mit den Brasilianern. Wir wollen eine ganze Brasilien-Innenverteidigung haben, beziehungsweise Verteidigung haben. Und die haben wir, wenn wir das so machen. 6,5 Stunden später. Marquinhos, aber bitte den Tots. Der ist nämlich besser als der Totti. Nice. Junge, wie cool sieht das aus? Wie cool sieht das hier aus? Ich finde das so geil. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir Alisson nehmen. Nehmen wir aber nicht, denn wir wollen noch ein Team of the Year im Team haben. Wir wollen so viele Karten wie möglich im Team haben. Den musste ich discarden scheinbar auch. Junge, den musste ich eigentlich nicht discarden. Wir nehmen Donnarumma. Wir nehmen Donnarumma. Und das ist das nächste Team, was ich mir bauen will. Es kostet so 11, 12 Millionen. Stolze Summe zum jetzigen Zeitpunkt. Aber
Ich habe 10,9 Millionen. Das heißt, nach dem Pack-Opening, vielleicht ist es möglich. Bewertet mein Team 1 bis 10. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Boah, damit Weekend League zocken wir nochmal andere Liga. Wir sehen uns. Peace.